Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Mr. T NRW auf meinem Kanal. Heute reden wir über das Thema Gewalt der Frauen, also wie man in der Beziehung sie fällt oder sonstiges. Falls euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonnieren, drücken, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Jeden Tag Videos, neue Videos einfach hier auf meinem Kanal. Mr. T NRW, unterhaltet euch und hört auch zu. Wie gesagt, Sponsor bei Label etc. alles im Linkspiel unten und so verpostet. Und wie gesagt, 20% Coupon-Rabatt auf die Bestellung hier von Paris iLookbook. Wie gesagt, könnt ihr dann auch unten in den Linktree gucken. Schaut her, schaut da, Modeschmuck, alles zusammen, ob Ring, Ohrringe etc. und so weiter. So, fangen wir auch direkt an. Wie gesagt, viele Frauen, viele Männer haben ja in der Beziehung Gewalt, kennt ihr? Wenn die Frauen irgendwie sich einschüchtern lassen, zum Beispiel. Wie man das sieht, Frauen werden auch häufiger vergewaltigt, beziehungsweise werden zum Opfer auch in der Beziehung gesetzt, so dass der Mann auch dann irgendwie die Fassung verliert oder lauter wird oder so und dann halt das Wort verliert. Und bis dann irgendwie bei Männern der Geduldsfaden reißt oder halt, ja, Strapazen sind, dann, Leute, wie gesagt, dann wird er handgreiflich oder wie man auch in manchen Serien kennt, ja, die Frau wird dann einfach, wie gesagt, also Leute, Männer und wie gesagt, Mann und Frau schlagen ist nicht gut, Leute. Die Gewalt ist heute auch in Deutschland extrem hoch, Leute, wie gesagt, auch an Männern, auch an Frauen, da Frauen auch gewalttätig finden, die irgendwie, die haben so viel erlebt zum Beispiel, Leute, dass die irgendwann dann auch nur noch sich eingeschüchtert haben, zum Beispiel auch von anderen Personen. Und dann irgendwann auch nur noch draufhauen, drauf kloppen oder so. Egal wie. Deswegen, Leute, wie gesagt, heute ist Gewalt bei den Frauen. Die haben dann, manche sind ängstlich, manche sind auch so richtig brutal oder kampfbereit. Wollen dann sich prügeln. Aber manche Frauen sind dann so zärtlich und zimperlich, dass die halt, ja, nichts machen können. Die können sich halt nicht wehren, Leute. Deswegen. Wie gesagt, ist auch häufig, wie gesagt, alles hier in Deutschland, wie gesagt, verbreitet. Oder sonstige Leute. Wie gesagt, lasst alles da. Und so weiter. Ja. Was man dagegen machen kann. Ja, wie gesagt, Frauen haben dann, wie gesagt, alles dabei. Müssen dann gucken, wie die da machen. Theoretisch rennen dann weg oder rufen dann halt die Polizei oder irgendwie so in der Richtung. Ja, Gewalt bei Frauen, wie gesagt, die dürfen sich halt nicht, auch nicht provozieren lassen, sich nicht klein kriegen lassen. Leute, wie gesagt, blaue Flecken an der Frau sind richtig mies auch. Auch hier mit, und so, wie gesagt, man muss sie wie dein eigenes Ich, wie eine eigene Person behandeln, Leute. Weil Gewalt auch in den meisten Fällen, auch bei Frauen oder Männern, ist keine Lösung. Also Gewalt ist nie eine Lösung. Also diskutiert lieber oder klärt das, wie gesagt, unter vier Augen oder mehreren Personen. Weil es mir nämlich aufgefallen wurde. Egal wie, auch wenn manche dann haben auch Aggressionsprobleme oder irgendwie dann, okay, manche haben auch Krankheiten wie Psychik oder Psychomatik oder so. Die können dann nichts dafür. Zum Beispiel, die haben dann von selber immer eine Aggressivität oder sind dann gewalttätig. Halt alles. Mal gucken halt, wie das dann ist. Und so. Ja, Leute. Werden wir ja dann noch sehen, wie das dann ist. Ja, ey. Ich weiß ja nicht, es gibt auch diese Frauenschläger oder Frauenschlägergruppen. Zum Beispiel, man fühlt sich cool und will Gewalt oder irgendwie wird provozieren. Aber Leute, geht nicht auf diese Provokation ein. Der tatsächlich, also Leute, nicht Gewalt anfangen oder so. Es gibt schon genug Gewalttätige, also Gewalttaten in Deutschland, in ganz Deutschland, Leute. Und lassen sich ja dann halt auch brutal provozieren und so. Und alles etc. Ja. Oder zum Beispiel, wenn die dann zu viel getrunken haben, dass die dann auch anfangen zu schlagen. Aber Leute, nein, das ist keine Lösung. Auch Alkohol ist keine Lösung, Gewalt oder sonstige, auch wenn das so ist. Ich will euch das sagen, Leute, klärt das sachlich, also nicht die Person. Oder hinterfragt die Person, wieso sie gewalttätig ist oder hat die eine schlimme Vergangenheit oder, ja,
schlimme Vergangenheit oder hat die irgendwie was aus dem früheren Familienleben, dass die irgendwie so geworden ist, oder ist jemand gestorben, den sie geliebt hatte, da werden dann auch die meisten so aggressiv, aggro. Leute. Ja. Aber wie gesagt, hinterfragt die Person. Leute, nicht einfach drauf zuschlagen ohne Grund, auch nicht ohne Grund. Wie gesagt, da muss ein Grund haben, sonst, Leute, ergibt das einfach keinen Sinn. Also wie gesagt, manche sind dann auch so gewalttätig oder brutal, dass die einfach irgendwie, hatte ich auch mal gesehen, die sind dann so eifersüchtig auf andere Frauen oder Kerle oder so und nehmen dann auch die Faust oder ein Glas oder so was und über dem Kopf oder so, machen dann tsch, oder so. Aber Leute, nein, ist keine Lösung. Klettert dann lieber, wie gesagt, durch Kommunikation, alles, durch Mimik, Gestik, Akustik. Weil, wie gesagt, kann, wie gesagt, zu Straftaten führen. Wie gesagt, es gibt ja auch diese Bewährung, Anzeigen und so weiter. Das wollen wir alle nicht, dann ist auch später deine Zukunft dann dafür gefährdet, auch mit Gewalt. Also wenn du dann halt das am Hintern hast, sozusagen. Ja. Das wollen wir ja alle nicht, Leute. Das wollen wir alle nicht. Ja, wie gesagt, Leute. Und sonst, ja, wie gesagt, sonst, gucken wir noch, wie wir das machen. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Warte, boah, die Miene. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wie gesagt, ich bin vor 24/7 am Start, deswegen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Hattet ihr schon mal so eine Situation, dass ihr eine Frau helfen musste? Zum Beispiel, die dann zum Beispiel irgendwie in eine schlimme Situation war oder zum Beispiel die besoffen war oder irgendwie eingreifen musste oder so, die so gewalttätig waren oder die dann unter zum Beispiel Substanzeneinfluss oder dies und das stand. Gibt ja also mehrere Ursachen, mehrere Gründe, mehrere Möglichkeiten, Leute. Alles gibt es, was es zu geben gibt. Ja. Ich weiß ja nicht, was ihr macht so, Leute, oder wie das also an die Frauen, beziehungsweise Mädchen, Girls da draußen. Wie gesagt. Ja, die meisten haben ja dann auch hier verschiedene Sachen zum Abwehren dabei oder so weiter. Da werden wir noch im nächsten Podcast erwähnen, erzählen. Gewalt, ja. Wie man auch aus Aktenzeichen XY kennt, da kennt man das ja auch mit den meisten Frauen, gewalttätigen Taten oder Überfällen. Gibt ja auch diese Überfallmethode auf den Frauen, dass die dann einschüchtern, ängstlich machen. Gibt ja auch, wie zum Beispiel bei Banküberfällen oder wie gesagt, zum Beispiel Raubüberfälle oder sonstige, dass die dann einfach Angst haben oder dann einfach auch von den Tätern einfach dann niedergeschlagen werden. Gibt einmal diese Masche, einmal diese Variante, verschiedene Personen, verschiedene Leute. Dass die dann einfach, also gibt einmal die bösartigen Leute, die lieben Leute, eifersüchtigen Leute, die Psycho-Leute, also die jetzt dann nichts für können, wie zum Beispiel Krankheiten dann haben. Die, aber wie gesagt, Leute, sonst einfach nicht ohne Grund drauf losgehen, Leute, und keine Gewalt bitte. Also wie gesagt, ich verständige da nochmal. Gewalt ist keine Lösung, ob bei Mann oder Frau, also eher hier bei den Frauen auch. Wie gesagt, es gibt auch häufig Frauen, die dann einfach drauf losgehen oder dann wütend sind oder so, oder wie gesagt, sich nicht zurückhalten können, Leute. Bitte, bitte lasst es, Leute. Wie gesagt, wir sind ein Land im Frieden. Wie gesagt, auch für die anderen Sachen wie Ukraine und so ist auch hier Frieden, wie man damals gesehen hat, auch kein Krieg. Wir wollen ja keinen Krieg, auch keine Massenschlägerei oder Bürgerkrieg oder irgendwie sonstiges oder so. Wir wollen einfach in Frieden leben, Leute. Ohne Gewalt, ohne gewalttätige Frauen, ohne Prügeleien, ohne Schlägereien. Ob das irgendwann mal möglich ist, ich weiß es nicht, Leute. Wie das hier in Deutschland irgendwann die nächsten Jahre ist, ob das gewaltfreier wird oder nicht für die Frauen oder wie das bei denen weitergeht oder wie generell Deutschland hier weitergeht oder so. Ja, ihr könnt ja auch mal unten in den Kommentaren schreiben, Leute, wie ihr dann über Gewalt steht oder kennt ihr irgendwelche Frauen, die Gewalt haben oder Gewalt machen oder irgendwie sich immer prügeln oder irgendwie keinen Grund haben, Hintergründe und so weiter. Dann lasst bitte das in den Kommentaren mal los. Ich beantworte euch dann die Fragen oder ich lese mir das dann durch. Wie gesagt, und wie gesagt, Leute, haut rein auf jeden Fall, wie gesagt. Das war auch mit dem Thema Gewalt der Frauen. Wie gesagt, Leute, Frauen schützt euch auf jeden Fall. Fangt auf jeden Fall keine Gewalt an. Wenn, dann geht die Menschen, also geht der Mensch aus dem Weg. Und wie gesagt, vermindert das Schlagen. Ah, vermindert beziehungsweise die Gewalt, so wollte ich das sagen. Und falls euch der Podcast gefallen hat, die Folge, lasst ein Like da, abonnieren, liken. Wie gesagt, Playlist, die ganzen anderen Podcast-Dinger hier. Wie gesagt, kann man sich nachgucken und so weiter und so fort. Mr. TNW.
Und wie gesagt, unten Linktree, alles in der Beschreibung, Linktree drin. Verschiedene Social Media, diverse TikTok und Shorts und so weiter. Bei Mr. T, wir nochmal. Ciao.